Ja, ich habe jetzt einmal 20 Minuten Zeit gehabt, mir das anzusehen, wie das ist beim Anstellen mit diesen FFP2-Masken. Und man muss ehrlich sagen, 90% der Leute, die halten sich wirklich vorschriftsmäßig daran und es gibt keine Probleme. Sie tragen die FFP2-Masken ordnungsgemäß. Aber es gibt dann, würde ich sagen, 5%, die tragen keine und die restlichen 5%, die weigern sich strikte und dürfen aber dann nicht mitfahren. Selbst die Chefin der Bergbahnen, Veronika Schäffer, steht hier und kontrolliert die Leute und das rigoros. Da darf wirklich niemand rauffahren, der keine FFP2-Maske hat. Wer keine hat, muss runter zur Kasse, kann sich dort für 2 Euro eine kaufen und darf dann wieder rauf. Manche Leute versuchen jetzt mit Tricks und sagen, das ist eine FFP2-Maske, die sie aufhaben. Das zu kontrollieren wird natürlich dann wieder extrem schwierig. Aber wie gesagt, da hat sich leider die Regierung zu wenig einfallen lassen. Da hätte sie vermutlich Polizisten oder auch das Bundesheer herstellen müssen mit kundigen Organen, die dann vor Ort diese Maskenpflicht kontrollieren und zusätzlich natürlich noch kontrollieren, ob es wirklich geprüfte FFP2-Masken sind. Aber mehr dazu kann uns jetzt auch Veronika Schäffer von den Bergbahnen hier in Zauchensee erzählen. Frau Schäffer, wie ist momentan die Lage? Ich habe Sie beobachtet, jetzt beim Kontrollieren, das ist ja teilweise haarsträubend bei ein paar Leuten. Ja, der Großteil hält sich daran, das ist ja lobenswert, aber wir haben schon ein paar Verweigerer, die was einfach sagen, ich mache das nicht. Und die meisten, sie haben sie zwar in der Tasche, aber aufsitzen, das ist schwierig am Sessellift. Sie sehen es auch nicht ein, dass Fahrbetriebsmittel, das also wirklich in der Luft hängt, dass sie da diese FFP2-Maske brauchen. In der Kabinenbahn sehen sie es ein, aber am Sessellift sind sie schwer davon abzuhalten, sie nicht zu tragen. Ja, diese Sessellifte, wie gesagt, die fahren mit einer gewissen Geschwindigkeit. Sie sind absolut durchlüftet, es ist Frischluft da drinnen, es ist nichts Geschlossenes, kein geschlossenes Fahrbehältnis. Und trotzdem muss man sie laut der Bundesregierung tragen. Da kann man nur hoffen, dass sie demnächst einmal nachbessert und sagt, okay, es genügt ein normaler Nasen-Mundschutz, wie auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln, U-Bahn etc., Bussen, Straßenbahnen. Ja, das ist halt die momentane Verordnung. Wir sind froh, dass wir überhaupt fahren dürfen. Und der Großteil der Leute und der Gäste, die sind ja sehr verständnisvoll, die wissen das auch, die unterstützen uns auch. Und die 2-3% gibt es halt in jeder Bevölkerungsschicht, die was das einfach nicht akzeptieren, was Sache ist. Aber grundsätzlich top und schick, fand ich gut und wir glauben, dass wir trotzdem noch ein paar schöne Tage haben. Das wünschen wir uns natürlich auch, dass noch ein paar schöne Tage kommen. Ich sage allen, die sich weigern, eine Maske zu tragen, geht's doch Skitouren, dann könnt ihr auch an der frischen Luft sein. Habt euren Spaß beim Skifahren und braucht hier nicht die Leute vom Lift und auch andere Menschen, die natürlich sich hier anstellen, gefährden. Und es gibt keine Diskussionen. Also für alle, die sagen, ich fahre sicher nicht mit der FFP2-Maske Lift. Wie gesagt, entweder bleiben Sie zu Hause oder gehen Sie eine Skitour. Zurück ins Studio nach Wien.